Mit dem Update der Fazua Toolbox Software 2.0 ist der neue Customizer verfügbar. Im Customizer kann in Kombination mit der Motor Software 2.0 das Fahrverhalten individuell auf dich eingestellt werden. Öffne dazu die Toolbox Software und gehe auf Customizer. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine einfache Auswahl von Voreinstellungen sowie eine Option für Fortgeschrittene, in der alle Einstellungen präzise und transparent für jeden Fahrmodus angepasst werden können. Es ist möglich, die Fahreigenschaften Max Power, Support Relation und das Ramp-Up im Customizer einzustellen. Für diese drei Fahreigenschaften gibt es in der einfachen Auswahl je drei vordefinierte Einstellungen. Die Werkseinstellung unserer Software ist für alle drei Eigenschaften moderat. Es kann somit immer eine stärkere und schwächere Einstellung gewählt werden. Dabei werden immer alle drei Fahrmodi verändert. Die Einstellungen werden dir jederzeit in den Diagrammen angezeigt. Die Option, die Fahreigenschaften differenzierter zu verändern, hast du in den erweiterten Einstellungen. Hier ist es transparent möglich, jeden Fahrmodus einzeln individuell an deine Bedürfnisse anzupassen. Du kannst entweder den Schieberegler oder das Diagramm zur Veränderung nutzen. Ich empfehle dir zuerst, eine Voreinstellung auszuwählen und dann in der erweiterten Option zu verfeinern. Die Max Power regelt das maximale Drehmoment und die maximale Leistungsabgabe der Unterstützung. Im Eco-Modus ist die maximale Leistung und Energieverbrauch geringer. Im Performance-Modus liegt die maximale Leistung höher und dadurch ist der Energieverbrauch auch größer. Das bedeutet, im Breeze-Modus liegt die Eco-Einstellung bei 70 Watt mechanischer Leistung, moderat bei 100 Watt und Performance bei 120 Watt. Im River-Modus liegt Eco bei 140 Watt, moderat bei 210 und Performance bei 260 Watt. Im Rocket-Modus liegt Eco bei 200 Watt, moderat bei 250 und Performance bei 300 Watt mechanischer Motorleistung. Und was bedeutet das dann für die Reichweite? Bei Betrachtung der reinen Motorlaufzeit, also wenn der Motor zum Beispiel bei 200 Watt Fahrerleistung konstant maximale Unterstützung bringt, verlängert sich die Reichweite zum Beispiel im Rocket-Modus von 33 Minuten in Performance auf 45 Minuten in Moderat auf knapp eine Stunde im Eco-Modus. Im Breeze-Modus gibt es von Moderat auf Eco eine Verdopplung der Reichweite von 1 Stunde 30 auf knapp 3 Stunden. In der erweiterten Einstellung kann ein präziser Leistungswert in Watt als Leistungslimit eingestellt werden oder das Diagramm auf die entsprechende Höhe gezogen werden. Bitte beachte, dass eine Max-Power-Einstellung über 250 Watt sich nicht für eine konstante Dauerleistung eignet. Die Support Relation beschreibt das Verhältnis zwischen Fahrerleistung und Motorunterstützung. Ist der Wert niedrig eingestellt, bietet der Motor auch bei geringer Fahrerleistung seine maximale Unterstützung. Ist der Wert auf hoch eingestellt, muss viel Leistung aufgebracht werden, damit der Motor seine Max Power erreicht. Diese Veränderung kannst du auch immer im Blick auf die Diagramme nachvollziehen. Wir haben die moderate Einstellung so definiert, dass Breeze mit sehr wenig Fahrerleistung die eingestellte Max Power erreicht. Der River-Modus ist sehr progressiv, das bedeutet, du brauchst viel Leistung, sodass der Motor die maximale Unterstützung erreicht. Rocket ist moderat eingestellt, das bedeutet, mit mittlerer Fahrerleistung erreichst du die maximale Motorleistung. Diese Charakteristik wird in der Low- und der High-Einstellung beibehalten. Bei Low verringert sich die Progressivität aller drei Modi. Diese Einstellung eignet sich für leichte oder nicht leistungsfähige Fahrer, die mit geringer Leistung die Max-Power erreichen wollen. Die Natürlichkeit geht dabei etwas verloren. Bei High verstärkt sich die Progressivität, gerade für leistungsfähige Fahrer und beim technischen Mountainbiken empfiehlt sich diese Einstellung. Sie orientiert sich stark an der Leistung des Fahrers und fühlt sich sehr natürlich an. Es muss aber auch sehr viel Leistung erbracht werden, um die maximale Unterstützung zu bekommen. In der erweiterten Einstellung kannst du die Fahrerleistung in Watt einstellen, bei der du Max Power erreichst. Bis zu deinem eingestellten Wert hast du ein progressives Verhalten des Motors. Das bedeutet, umso mehr du gibst, desto mehr bekommst du auch zurück. Darüber bleibt die Motorleistung konstant. Das Ramp-Up bestimmt die Reaktionsfreudigkeit des Motors und die Stärke der Beschleunigung. In der sanften Einstellung beschleunigt der Motor leicht verzögert und sehr sanft.
In der reaktiven Einstellung reagiert der Motor schneller und beschleunigt stärker. Deine Einstellungen können als Profile in der Software abgespeichert werden. Über Neu kannst du ein Profil erstellen und es benennen. Im Dropdown siehst du dann alle von dir erstellten Profile. Du kannst dein Profil auch exportieren und auf dem PC abspeichern. Ebenso kannst du ein Profil in die Toolbox importieren. Um deine Einstellung auf das DrivePack zu übertragen, wird Folgendes benötigt: Dein DrivePack, deine Batterie, ein Torx 10 Schraubenzieher, ein Plastikhebel, um die USB-Cap abzuhebeln und ein Mini-USB-Kabel. Als zweites bereiten wir jetzt das DrivePack vor. Schalte dazu die Batterie einmal an und schiebe sie in dein DrivePack. Entferne dann die zwei Schrauben an der USB-Kappe. Entferne die USB-Kappe mit einem weichen Kunststoffhebel, wie zum Beispiel einem kleinen Spachtel oder ein Gitarrenplektrum. Stecke dann das USB-Kabel ein. Wähle das gewünschte Profil aus und übertrage es auf das DrivePack. Ziehe das USB-Kabel ab, setze die USB-Kappe wieder sanft auf, achte darauf, dass die Dichtungen nicht gequetscht werden. Ziehe dann die zwei Torx 10 Schrauben wieder an. Wichtig ist, nur ganz leicht mit 1 bis 1,5 Newtonmeter, da ansonsten das Material brechen kann. Das E-Bike darf nie ohne USB-Kabel verwendet werden. Das System ist dann nicht mehr wasserdicht und Schäden wären unvermeidbar. In diesem Fall erlischt dann auch die Garantie. Jetzt hast du die neue Einstellung auf deinem DrivePack. Viel Spaß beim Testen!